Ein neuer Part, ein neues Glück. Wir müssen immer noch Libidi begleiten auf ihrem Weg nach oben droben. Und ja, im letzten Part haben wir wieder Bowser gefunden, den Dicken. Und der hat sich uns wieder angeschlossen. Und wir können nun weiter. Ist das nicht schön? Und jetzt können wir... Oh, erstmal kann ich mich nicht bewegen. Okay, sie haut einfach nur ab. Jetzt können wir Bowser dazu nutzen, um diese Lichter hier anzuzünden. Und dann ist es hier einmal für kurze Zeit komplett hell. Die, Potato! So, wir sollten möglichst immer die Lampen wieder anzünden, weil... Naja, wie soll ich sagen? Die gehen halt nach einiger Zeit wieder aus und dann ist es hier wieder stockfinster. Ja, sehr monoton dieser Weg gerade, ich weiß. Komm schon. Oh, schnell, bevor der aufsteht. Der, sonst wäre ich den ganzen Weg sicherlich runtergefallen, das weißt du doch jetzt schon. Oh Gott, Geister. Finster Buß, hört auf damit. Wie lang ist dieser Weg noch? Hallo? Ah, fuck. Oh Gott, das war knapp. Stirb. Wie kannst du es wagen? Uah. Direkt vor meiner Fresse auftauchen. Ah, ich glaube, ich bin oben. Boah, beinahe wäre ich hier runtergefallen. Das wäre ja noch schöner gewesen. Ah, eine Tür wieder mal. Eine Tür, eine mysteriöse Kraft scheint sie geschlossen zu halten. Diese Tür, dieses Wesen erinnert mich an Lasse einer 1. Halt, wer begehrt Einlass? Seid ihr Reisende? Nein, nein. Nee. Tut mir leid, euch aufhalten zu müssen, aber ich muss euch überprüfen. Königin Mortimer verlangt, dass ich diese Tür bewache. Mein Name ist Lasse einer 2. Oh, wie einfältig. In dieser Gegend treiben sich jede Menge Unholde herum, da die Routinekontrollen. Wird kaum Zeit kosten, es sind nur ein paar Fragen. Beantwortet sie richtig und ihr könnt eure Reise sofort fortsetzen. Bildschirm aktivieren! Was zum... Yay, Kino! Frage Nummer 1. Sieh dir die Gegenstände auf dem Bildschirm genau an. Mhm. Okay. Beantworte mir diese Frage. Wie viele rote Objekte hast du gezählt? 3. Hm. Entschuldige, aber ich werde jetzt noch nicht verraten, ob das richtig oder falsch war. Frage Nummer 2. Beobachte den Bildschirm. Aha, aha. Wie viele Dreiecke hast du gezählt? Boah, ich glaube, das waren 2. Frage Nummer 3. Augen auf dem Bildschirm. Mhm. Okay. Welche Farbe hatten sich die bewegenden Objekte? Ja, blau. Das ist deine Antwort. Zur nächsten Frage. Die wievielte Frage ist das jetzt? Die 4. Schon müde? Nicht aufgeben, bald hast du es geschafft. Und nun zur letzten Frage. Sieh genau auf den Bildschirm. Mhm. Welche Form hatten die meisten der Objekte? Krapfen? What the fuck? Oh Gott, ich glaube Quadrate. Fertig! Lass mich nun schnell deine Antworten auswerten. Mann, oh Mann, du hast 80% der Fragen richtig beantwortet. Hast du dich wirklich angestrengt? Ein kleiner Hinweis zum Gehirn von meiner Seite. Zähle die Borsten deiner Zahnbürste, das stärkt den präfrontalen Kortex. Was ist das denn? Mit solch einem Ergebnis kann ich dich leider nicht durchlassen. Du kannst es aber noch einmal probieren. Willst du das? Oh Mann, oh. Bowser bringt Unglück. Freut mich, euch wieder zu sehen. In Ordnung, gut, dann seht euch mal wieder den Bildschirm an. Ja, ja, du hast es gecheckt. Lasse einer 2. Dummes Stück. Frage Nummer 1. Beantworte mir diese Frage. Wie viele rote Objekte hast du gezählt? 3. Aha. Entschuldige, aber ja, ich weiß es schon, Wie viele Dreiecke hast du gezählt? Es müssten 2 gewesen sein. Huhuha. Blau bewegt sich.
Welche Farbe hatten sich die bewegenden Objekte? Na, Schmorange? Was denn Schmorange? Naja. Wie vierte ist das jetzt? Die vierte? Schon müde? Nein. Ach so, die Dreiecke waren am meisten. Fertig. Und nun muss ich auswerten. Und jetzt habe ich es doch richtig. Hier, komm her. Wenn du mir nochmal Nein sagst, dann kommt Feueratem. Dann breche ich dich einfach auf. Perfekt. Unglaublich. Ich bin beeindruckt. Dein geistiges Alter muss sehr niedrig sein. Jemanden mit einem so jungen und gut trainierten Hirn lasse ich gern durch. Na, das ist nett. Ha, liebe die, hättest du diese Aufgabe nicht übernehmen können? Du Angeber, Tusse? Hier kommen wir nicht weiter. Und da ist eine Herzchentür. Das heißt doch nichts Gutes. Das kann doch nichts Gutes heißen. Oh mein Gott. Oma-Time. Ich bin Hagra, eine der drei alterwürdigen Schwestern. Manche nennen uns bösartig die drei Spinatwachteln von unten drunten. Du bist ganz schön jung, wie? Wohin soll es denn überhaupt gehen? Du suchst das reine Herz und willst eine Audienz bei Opapi, wie? Klingt wichtig. Aber du bist nicht der Einzige mit einem Problem. Auch ich habe eins. Ich habe einen bestimmten Dämon ein Buch geliehen und ich benötige es zurück. Würdest du den Dämon für mich suchen und mir mein Buch zurückbringen? Hehehe, gut. Erlaube mir, dich dorthin zu schicken, wo sich der Dämon aufhält. Und danke für deine Hilfe. Hagra Kadabra, Kadagra. Yay. Aha. Du bist es? Das Buch zurückgeben? Oh, das Buch, das ich mir von Hexe geliehen hatte. Kein Problem, habe es vor kurzem zu Ende gelesen. Diätbuch. Ich muss schon sagen, diese Diät klingt sehr dubios. Wohl nur ein Trend. Aber sag der Hexe trotzdem Dankeschön von mir, okay? Wo bin ich? Bin ich jetzt wieder ganz unten? Ich glaube, ich bin wieder komplett unten. Wie fies sind denn diese Schachtel? Die schickt mich da komplett nach unten wieder. Ist das fies? So, schnell hier weg und anmachen. Aua. Ne. Ja, ihr Boos, ihr erwischt mich nicht. Seht euch meinen Skill an, wie ich hier vorbei zusche. Und hoch. Und dann wieder diesen ganzen anstrengenden Weg machen, ey. So, hier hoch und hier haben wir Lasse einer 1. Hallo, Lasse einer 1. Danke, dass du uns gleich durchlässt. Es ist so dunkel. Jetzt nicht mehr. Stirb. Und hoch. Und hoch, und hoch, und hoch, und hoch. Ah, ja, ja, wieder dieser ganze Weg hier. Ah, ignorieren wir mal das Vieh. Jede Punkte zählen zwar, aber jeder Punkt zählt, aber naja. Ist mir doch Schnurze. Oh Gott, ihr Boos, ihr nervt. So anstrengend. Da-da-dab, da-dab, da-dab, da-dab. Aber wir haben es geschafft. Heilige Scheiße. Ja, Libidi ist auch schon voll genervt. So, hier, ich hab dein Buch. Hast du das Buch, junger Mann? Ja. Ja, das ist das Buch. Weißt du, ich werde auf meine alten Tage ein bisschen zu rund. Und da wollte ich dieses Gutes von der Drudenbude-Diät einmal ausprobieren. Diese Drudenbude? Was ist eine Drudenbude? Danke, Jungchen. Komm mal her. Ich habe da auch noch was für dich. Hey, Schlüssel. Auf Wiedersehen, junger Mann. Aber die haben auch noch Aufträge vor uns, bin ich der Meinung. Wohin des Weges, junger Mann? Das würde Hagita interessieren. Du suchst was? Das kleine Herz? Keine Ahnung, was das ist, aber es klingt wichtig. Es tut mir leid, dich belästigen zu müssen. Auch ich habe ein Problem.
Folgendes. Da gibt's eine Sendung auf UD1 morgen Abend. Also habe ich den Rekorder so programmiert, dass er die Sendung aufnimmt. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, wird man im Alter etwas vergesslich. Und hier nun das Problem. Zuvor wird ein wichtiges Knochenbeispiel ausgestrahlt. Geht das Spiel in die Verlängerung, verschiebt sich der Start meiner Sendung. Ich habe einen Dämon gebeten, aufzupassen, dass der Rekorder auch pünktlich mit der Aufnahme beginnt. Könntest du wegen des Spiels Bescheid sagen? Er soll darauf achten, dass die Aufnahme nicht zu früh beginnt. Ah, warum nicht? Oh, das ist sehr nett von dir, junger Mann. Erlaube mir, dich dorthin zu schicken, wo sich der Dämon rumtreibt. Und vielen Dank. Hagita walla walla walla. Kein Plan, was die da labert. Oh, jetzt sind wir ja schon wieder hier unten. Aber nicht komplett unten. Pennst du? Hä? Eine Nachricht für mich? Von dieser Hexe, der einen Aufnahme mich überwachen soll? Um welche Sendung ging es nochmal? Es ging... Keine Ahnung, hast du das gesagt? Eine wichtige Sendung, hast du doch, glaube ich, nur gesagt. Nimm was, Hexenstunde. Hexenstunde. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Sag ihr, dass ich mich darum kümmere. Bis dann. Schon wieder den ganzen Weg. Heiligste aller heiligen Scheißen. Aua. Der Soundtrack hat was, ne? Flieg und Sieg, Bowser. Flieg und Sieg. Stirb. Oh, Eishauch ist runtergefallen. Naja. Oh Gott, ich muss erstmal wieder in den Takt hier reinkommen. Alter, ich hoffe, die letzte schickt mich auch nicht nochmal nach unten. Zack. Oh, no, no, no. Los, dreh dich wieder um. Ey, das ist die falsche Richtung. Yes, that's right. Ich sterbe hier noch. So, und springen. Mensch, Mensch, Mensch. Ich hoffe, das war's. Ja, ich hab zwar schon den Schlüssel, aber du interessierst mich immer noch nicht, Libidi. Libidi! So, ich hab's geschafft, hier. Hast du mit dem Dämon gesprochen? Wunderbar, zum Dank erzähle ich dir etwas. Kennst du das Wiesemonster mit den drei Köpfen, das Kettenmande genannt wird? Es liebt Musik und wenn du sein Lieblingsstück spielst, schläft es ein. Begegnest du also diesem Monster und hast etwas dabei, das Musik abspielen kann, verwende es. Das sollte dein Leben etwas einfacher machen. Dann bis bald, junger Mann. Etwas, was Musik abspielt? Ich würde mal sagen, ich habe nichts, was Musik abspielt, oder? Kochdisk? Nö. Nicht wirklich. Und was willst du? Gehehe, wo geht es denn hin, Kleiner? Hast du einen Moment, um der alten Hackzisse einen Gefallen zu tun? Ja. Dann wirst du mir diesen Gefallen tun? Wie hättest du auch einer lieben alten Dame etwas abschlagen können? Ich habe auch nur diesen einen Wunsch. Bleib einfach eine Weile hier und hör mir zu. Dann wollen wir mal sehen, welche Geschichte könnte ich dir erzählen? Ich weiß, ich erzähle dir eine Geschichte aus meiner bewegten Jugend. Vielleicht sieht man es nicht mehr ganz, aber ich war eine ziemliche Schönheit. Die Jungs haben in meiner Gegenwart gesabbert und dumme Sachen angestellt. Ich hatte jeden Abend eine Verabredung. Eines Tages bemerkte ich einen jungen Mann und verliebte mich Hals über Kopf. Aber wenn es um echte Gefühle geht, bin ich eher schüchtern und verschlossen. Und dann erschien auch noch eine Rivalin. Ich habe vor einem Versuch gekocht. Ich und sie. Man könnte sagen, dass wir völlig gegensätzliche Frauen waren. Und trotzdem verfielen wir demselben Mann. Wir überboten uns gegenseitig darin, ihn zu beeindrucken und seine Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Und vergiss nicht, ich kannte die Männer. Haxista wusste, was sie tat. Aber sie tat alles, um mich zu überbieten. Backte ich ihm eine Pastete, backte sie ihm zwei, etc. Du verstehst, was ich meine? Also musste ich einen anderen Weg finden, mich von ihr abzusetzen. Und dann fand ich eines Tages den Mut, ihm meine wahren Gefühle mitzuteilen. Leider wies er mich zurück. Meine Rivalin hatte sein Herz bereits für sich gewonnen. Ich war so verzweifelt, dass mein Haar über Nacht ergraute und in kürzester Zeit sah ich so aus, wie ich heute aussehe. Ich mache nur Spaß. Den letzten Teil habe ich halt dazu erfunden. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass meine Jugend an diesem Tag zu Ende ging. Aber so ist das nun mal. So geht es vielen von uns. Der Lauf des Lebens. Der Name des Manns... Oh, er hieß Opapi. Er lebt weit über uns in oben droben.
Wenn ich so zurückdenke, hege ich kein Bedauern aufgrund meiner Jugend. Du kannst, Obabi, bei Gelegenheit gerne einen schönen Gruß von mir ausrichten. Ah, das war angenehm. Das tat richtig gut. Nun dann. Wie bitte? Ob ich jetzt endlich fertig bin? Noch nicht ganz, denn ich muss dir ja noch danken. Danke! Das war mein Geschenk. Ein schönes, lautes Danke. Aha. Da haben wir nur eine Geschichte erfahren von ihrer bewegten Jugend. Königin Mortimi war ihre Rivalin, also. Denn sie scheint ja jetzt irgendwie mit diesem Opapi zusammen zu sein. Schlüssel. Licht, bitte. Oh, hier sieht's angenehmer aus. Luigi? Ui. Okay. Oh, nö. Was soll die Scheiße? Ja, Libidi, ich bin schneller als du. Ja. Oh, was ist denn hier? Das sieht sehr wichtig aus. Ah, da ist auch was. Hui. Wow, Fettwanst. Okay, dann gehe ich erstmal hier unten lang. Oh Gott, oh Gott. Warte, mit Bowser will ich den noch einmal rösten. Nochmal. Oh, der war stärker. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Wow, cool, ich hab den. Schnell mit Mario wechseln. So. Ja, das gefällt mir doch schon mehr. So. Ah, hier sieht's doch aus, als ob wir bei Lasse einer 2 angekommen, 3 angekommen wären. Mal gucken. Zack. Diese Tür. Noch ein Lasse einer. Oh nein, Reisende sind eingetroffen. Warum, oh nein? Nee. Halt, Königin Mortimi verlangt, dass ich diese Tür bewache. Mein Name ist Lasse einer 3. Ich muss mich davon überzeugen, dass ihr würdig seid, hier weiterzugehen. Zeit für die Kettenbande! Was zum... Wow! Oh nein, haben die Hexen davon nicht berichtet? Wenn ihr würdig seid, solltet ihr in der Lage sein, diesen Gegner zu besiegen. Wenn ihr also weiterkommen wollt, müsst ihr kämpfen. Bereit, dann los! Aber ich habe mich noch gar nicht regeneriert. Yeah, EPG-Fight. Kettenbande greift an. Was denkst du zu tun? Das ist doch mal lustig, nicht wahr? Pixel? Wähle ein Pixel. Kann überhaupt... Glauben nicht, dass die Musik machen können. Surfer? Mario springt auf Surfer. Du fühlst dich etwas größer, aber das ist leider auch der einzige Effekt. Roter Kettenhund greift an. Au! Blauer Kettenschwund, Hund spuckt blaues Feuer. Au, das brennt. Gelber Kettenhund stößt einen stinkenden Atem aus. Bleh. Mario weicht den Gestank aus. Mario steigt von Surfer. Vielleicht Kavumso gegen den roten Kettenhund. Nimm das, Mario wirft Kavumso. Kavumso explodiert. Roter Kettenhund nimmt 8 Schaden. Roter Kettenhund sammelt Kräfte. Blauer Kettenhund sammelt Kräfte. Gelber Kettenhund greift an. Au. Mario nimmt 3 Schaden. Ich sollte vielleicht ein Item einsetzen. Den Superpilzmix. Mario setzt Superpilzmix ein. Oh yeah. Das ist voll RPG, ey. RPG-Feeling. Au. Mario nimmt 3 Schaden. Gelber Kettenhund greift an. Oh, ausgewichen. Mario weicht gekonnt aus, Baby. So, werfen wir nochmal Kavumso auf den roten. Nimm das! Okay. Ah, du hast roten Kettenhund besiegt. Blauer Kettenhund greift an. Oh, Mario weicht gekonnt aus. Gelber Kettenhund greift an. Oh, Mario weicht gekonnt aus. Mann, bin ich cool. Ha, was ist die Technik? Drehen. Nee, das bringt, glaube ich, in dieser Weiche einfach nur aus, nehme ich an. Knüppel. Mario greift blauer Kettenhund mit Knüppel an. Volltreffer, blauer Kettenhund erleidet 8 Schaden. Ich weiche einem aus. Mario weicht elegant aus. Gelber Kettenhund sammelt Kräfte. Was könnte ich doch noch für eins nehmen? Vielleicht Pixo. Wird von Pixo mit Macht gerammt. Bam. Treffer, blauer Kettenhund nimmt 0 Schaden. Das ist nicht gerade effektiv. Gut, dann nehmen wir wieder Kavumso, Baby. Nimm das! Ha, er ist tot. Gelber Kettenhund sammelt immer noch Kräfte. Ich kann auch wechseln. Nee. Haben sie sonst noch irgendwie etwas? Nee, ich bleib wohl bei Kavumso. Nimm das! Bam! Au! Mario nimmt 3 Schaden.
Okay, komm her. Normalen Angriff. Mario, greif an. Zwei Schaden? Zwei Schaden ist nicht gerade viel. Hier, nimm das und tschüss. Yay. Du hast die Kettenbande besiegt. Mario hält 6000 Punkte. Sieh sich das einer an. Ihr habt die Kettenbande besiegt. Gute Arbeit. Hinein mit euch. Danke. Na, ist das Kapitel zu Ende? Und in der Tat. Bam, bam. Rum, rum. Ah ja. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Speichervorgang. Aber ich würde sagen, ich beende hier den Part. Und im nächsten Part geht's dann weiter ins nächste Abteil des Kapitels. Wir sind immer noch da auf dem Weg nach oben drum. Gelangen wir endlich dort an? Wir werden es erfahren. Aber im nächsten Part. Also, tschüssle.